Deutschland, ein Gedicht. Wer läuft so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Demonstrant mit seinem Kind. Wenn er fürs Gute demonstriert, wird's Kind nicht instrumentalisiert. Doch geht er für das Böse raus, nutzt er das Kind aufs Übelste aus. Er malt Plakate, schreit und schimpft, andere Meinungen er verunglimpft. Regierung ist für ihn das Größte. Impfen lässt er sich für Würste. Die Regenbogenfahne weht, während er sich am Asphalt festklebt. Blitzbeton und Superkleber. In der Schule war er kein Streber. Rechts, rechts, rechts und Nazi-Höcke. Männer tragen nur noch Röcke. Dann sind sie gut, dann sind sie Demokraten. Auch wenn sie unser Volk verraten. Er gendert alles und versteht. Auch wenn die Wahrheit wird verdreht. Es gibt Geschlechter, reich an Zahl. Nur bei der Wahl wäre es eine Qual. Zu viel Auswahl anzubieten. Lieber AfD verbieten. Selenskyj ist sein größter Star. Holt ihn da raus, na wunderbar. Die Ukraine will den Frieden, nur Putin nicht, der will uns siegen. Bomben machen Frieden leicht, doch erst wenn genug Mord und Tod erreicht. Der Gute sagt, was gut noch ist. Alles andere ist schlecht, damit ihr es wisst. Er plappert nach und denkt nicht mehr, weil es leichter ist als ungefähr, mal selber nachzudenken, ob die Regierung will uns lenken. In falsche Richtung, ins Verderben. So lange müssen Menschen sterben. Im Krieg, bei Impfung, Pandemie. Ein Staat für Palästina? Nie. Der Zionist darf alles machen, der Gaza-Mensch hat nichts zu lachen. Der Demonstrant meint, das sei gut, denn er bekommt den Gratismut. Demonstrieren mit der Masse? Ja, er meint, das wäre klasse. Auf die Straße gehen für andere Meinung? Nein, das wäre ihm zu peinlich. Während er nie wieder streit, ist er für den Krieg bereit. Weil er weiß, was ist gut und schlecht, hält sich dabei noch für gerecht. Er ist das Übel dieser Welt, denn er macht alles auch für Geld. Er will immer dazugehören. Und nie den Schäfchen Schlummer stören. Deswegen macht er einfach mit und bleibt dabei Regierungskind.